Hallo, mein Name ist Florian Breining, bin Forstwirtschaftsmeister, arbeite bei der Forstverwaltung Füssen und wir möchten euch heute eine Sicherheitsfalltechnik in Verbindung mit einer seilwindunterstützten Fällung vorführen. Wir beginnen mit der groben Fallrichtung des zu fällenden Baumes. Dann machen wir die Baumansprache. Zu der Baumansprache gehört, die Höhe des Baumes zu bestimmen, genauso die grüne Krone, ob irgendwelche angebrochenen Kronenteile bereits oben sind, die herunterfallen könnten. Genauso gehört in der grünen Krone zu beachten, die Gewichtsverteilung, ist sie einseitig, ist sie gleichmäßig. Es gehört genauso dazu, sind irgendwelche Schäden vorhanden, wie Rückeschäden oder Fellschäden, die eventuelle Rotfälle verursacht worden sind, wo bei der Fällung zu berichtigen sind. Über die Baumbeurteilung legen wir unseren Fallkorb fest, beim linkshängenden Baum dementsprechend nach rechts, beim rechtshängenden Baum dementsprechend nach links, bei einem vorhängenden Baum von der Felltechnik her, müssen wir mit dem Haltebandschaffer, beim rückhängenden Baum mit der Sicherheitsfelltechnik oder mit Keile. Bei einem linkshängenden Baum muss ich mit dem Fellschnitt links beginnen, also auf der Druckseite, um rechts aufzuhören. Und beim rechtshängenden Baum muss ich auf der rechten Seite beginnen, um auf der linken Seite aufzuhören. Wir beginnen immer zuerst auf der Druckseite, dann auf der Zugseite. Bei dem zu fällenden Baum, was wir jetzt haben wir mit unserer Baumbeurteilung festgestellt, dass der Baum ungefähr 1,5 Meter Rücklage hat. Dass man sich in unsere Fallrichtung bringen, haben wir uns entschieden, eine seilwindunterstützte Fällung vorzunehmen. Dass wir das Seil sicher auf ungefähr 5-6 Meter Höhe Anschlagpunkt bringen, haben wir uns für eine Königspanner Anschlagtechnik entschieden, mit einem Dehnehmerseil, das wir oben mit einer Schubstange anbringen, um dann das Dehnehmerseil mit dem Stahlseil der Fallrampe zu verbinden. Nachdem wir das Seil leicht vorgespannt haben, wir spannen das nicht so weit vor, dass wir aus diesem Rückhänger einen vorhängenden Baum machen, sondern nur leicht am Seil haben, beginnen wir mit der Fallkorbanlage. Nach dieser Fallkorbanlage, die natürlich auch kontrolliert wird, machen wir links und rechts einen Kastenschnitt, um zu verhindern, dass der Baum seitlich aufreißt, um einfach die Wertschöpfung des Holzes zu erhalten. Nach dem Kastenschnitt, bevor wir mit dem Fellschnitt beginnen, ist es ganz, ganz wichtig, dass dir Obacht gebe, dass in eurem Gefahrenbereich von 2 Baumlängen keine weiteren Personen vorhanden sind. Wenn wir die Sicherheit festgestellt haben, machen wir noch einen Achtungsruf, um das Ganze zu unterstreichen. Bei der Sicherheitsfalltechnik, die wir jetzt anwendet, ist es ganz wichtig, dass die Kette richtig geschärft worden ist, weil wir seitlich stechen müssen. Wir müssen also einen Einfädelschnitt machen mit dem Kontrollschnitt vor zur Bruchleiste. Und wir müssen unbedingt hinten dieses Halteband belassen, was unseren Baum ja stützt. Beim Stechschnitt mache ich meinen E-Fädelschnitt. Bei dem Stechschnitt gebe ich genauso Obacht, dass ich 1 Zehntel höher bin vom Stammdurchmesser, um eine Bruchstufe zu erreichen, gleich so ein Faserverlauf. Genauso fahren wir nach hinten, stechen auf der gegenüberliegenden Seite durch, da ich ja auf der anderen Seite der zweite Fallschnitt fortführen muss. Genauso wieder nach vorne, mache wieder meinen Kontrollschnitt zur Bruchleiste. Nach dem Fertigstellen von unserem Fellschnitt schlagen wir links und rechts jeweils einen Stützkeil ein, um sicher zu stellen, dass der Baum uns ruhig stehen bleibt. Danach unterschneiden wir unser Halteband 15 bis 20 cm tiefer. Über diese Stufe bleibt der Baum ganz ruhig stehen. Wir können unsere Rückweiche 6-7 Meter zurückbewegen und geben dann dem Seilwindenführer das Kommando ziehen und der zieht den Baum an.